Halli, hallo, hallöle. Willkommen. Ja, bei Johnny allein im Wald. Allein sind wir nicht. Nö. Hey. Verschnupfte Fähchen ist dabei. Genau. Die Fähig ist sehr verschnupft. Mein Gott, meine Apfelbäume sind ja gewachsen hier. Ja, sehr verschnupft ist gut, ey. Ich war schon lange nicht mehr. Ja, nimm das Zeug, weil ich hatte da für die Nase. Das geht mir so auf den Zack. Ich würde das Schnupfzeug nehmen. Ich hasse es, krank zu sein. Ich bin nämlich nicht der Mensch, der gerne krank ist. Wer ist schon gerne krank? Ja, oder bestimmt irgendjemand. Ja, da muss man doch nicht arbeiten, Schatz. Ach so, das mache ich falsch. Also ich muss krank werden. Ah, ja. Das war ganz ehrlich, das wäre voll nicht meine Welt. Nö, meine auch nicht. Sorry, also ich gehe viel zu gerne arbeiten. Ja. So, trautes Heim, Glück allein. Wenn ich immer Bock hat zu arbeiten, keine Frage. Man hat immer mal Tage, wo man sagt, boah, jetzt würde ich gerne zu Hause hocken. Aber bin ich ehrlich, ich könnte das nicht. So. Lauch. Du Lauch doch. Jetzt haben wir aber schon viel geschafft. Bei der letzten Folge waren wir noch davon absprechen mit dem Umzug. Genau. Ne, letztes Mal noch sollte ich ausziehen und ja, jetzt bin ich schon ausgezogen. Also nicht ausgezogen, wirklich auch. Ich habe das Büro jetzt unten. Ich weiß nicht, wie der Sound ist, ob es sich sehr... Nee, eigentlich geht's. Also ich höre das ja jetzt. Ich höre dich ja auch. Hätte ich vielleicht die Tür doch zumachen, weil ich brauche noch ein Regal eigentlich. Nee, es schallt, wenn du die Tür zumachst. Also dann schallt es wirklich. Deswegen brauchen wir da noch ein bisschen was hin, aber sonst ist es okay. Ich versuche aber jetzt sofort ins Mikro immer zu sprechen. Das ist meistens ein bisschen besser. Ja, ja, also gut. Also nur direkt ins Mikro anstatt so in den Raum. Ja gut, das kriegen wir noch. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Wie gesagt, ja, sonst müssen wir mal... Ich weiß gar nicht, wo ist denn noch Ikea? Oder andere dänische, schwedische... Duisburg. Oh, ich habe keinen Bock noch, das ruhig zu fahren. Duisburg ist eigentlich das nächste. Ich brauche noch so ein Regal. Aber Duisburg ist das, was am nächsten ist, jetzt ohne Flachs. Mhm. Ja, aber fahren wir einmal nach Duisburg, meine Güte. Das wäre eh... Für den Burger. Da schon oft hin. Macht das auch nicht mehr viel. Was heißt, siehst du da auch direkt von der Autobahn aus? Da ich so selten dahin fahre, weiß es nicht. Wenn wir bis zum Herzzentrum, haben wir das auch zwischendurch gesehen. Ja, das kann sein. So. Ich ernte gerade viel. Außerdem können wir ja gucken, wo sonst noch Ikea ist. Aber was mir so einfällt, ist Duisburg. Sonst muss ich alleine dahin. Wenn ich irgendwann mal meinen Führerschein habe. Ja, ich hätte gerne vorher schon das Regal. Ja, wer weiß, vielleicht kriege ich ja doch noch diesen Monat meinen Führerschein. So. Weil vor nächsten Monat wird das sowieso nichts. Wir haben einen neuen Tisch. Ja, neuen Tisch, neue Stühle, alles neue macht 2019. Ja, wir werden jetzt noch ein paar Sachen neu machen wahrscheinlich. Da wird noch einiges kommen. Oh, hab ich die Lampen jetzt gerade? Ich habe die Lampen mit abgeholzt, ja, das war sehr... Das war nicht sehr glaublich. Schlau von mir. Ja. Kriegst einen Orden. Das war jetzt nicht so schlau, weil ich die falsche Axt benutzt habe. Na gut. Kriegst einen Orden von mir. Was ist denn mit der Hand? Ich hab den Kürbis halt mit der Hand ab. Da passt die Nachen. Ach ja, montags muss jetzt dein Töchterchen immer da abholen. Ach so, okay. Ja, ich arbeite. Das ist nicht. Stimmt, ja gut, das ist natürlich einfach. Schon, ja. Also machen wir das eigentlich immer so ab, dass du die dann da einsammelst. Weil, dann sammle ich. Ich muss sammeln. Ich bin Sammler und Jäger und Sammler. Damit das arme Kind nicht draußen
Schlafbus. Papa, guck mal, ich kann so weit hochklettern. Komm nicht mehr runter. Das war eine Show, die kommt da runter, die kann das. Nix, die hat Angst. Weißt du, wie oft die das eigentlich macht? Die sagt zu mir dann auch immer, dann bleibe ich sitzen und sage, ja komm, das schaffst du alleine, sonst musst du da hängen bleiben. Schwupps ja, ist die ich habe jetzt gedacht, weißt du? Ja, ja. Papa kann man doch verarschen. Ich will doch verarschen. Na sicher. Deine Nein. Deine Tochter, die wickelt dich voll um den Finger. Oh, ja, volles Futter. Das war mein Kind. So. Mein Kind! Die ist clever. Das war mein Kind. Sure. Die weiß genau, wie sie von Papa das kriegt, was sie haben will. Das ist ja auch mein Kind. Ja. Wie kannst du auch gucken, wenn die verzogen ist, wie du das wieder rauskriegst? Das ist ja dein Kind! Dann halte ich mich da komplett raus und sag ja, dann geh mal nach Papa. Geh mal zu deinem Papi. Ja. Tja. Nein. Aber eigentlich hört die ganz gut. Aber die weiß genau, wo sie was machen kann. Weil ja, das wissen sie ja alle immer. Das wissen sie doch alle immer. Oh, aber die ganz besonders. Die weiß auch ganz genau, wie die dich um den Finger wickelt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja, die Jüngsten sind die cleversten. Ja, das ist, ja, das ist meistens beim Kinderarzt. Wie beim Kinderarzt, was? Ne? Zieht sich komplett an, was er sonst nie macht. Ja, das. Und dann auf einmal schafft es innerhalb von 10 Minuten, sich komplett anzuziehen. Das ist der Vorführeffekt. Nein, ich kann mich nicht selber anziehen. Zack, verliert so. Ja, so das ungefähr. Ist der Vorführeffekt. Ich weiß ja, dass ich es kann. Aber das Problem ist, ich ist einfach zu faul. Ich hab keinen Bock. Weiß ich doch. Alter, hab ich mich jetzt erschreckt. Da sind da die zwei Schweinchen da. Aber meistens muss das morgens auch schneller gehen. Ich glaube, das ist auch das Problem, warum man einfach nicht die Zeit dann hat. Und sagt, okay, komm, weißt du, ich zieh dich jetzt komplett an und wir machen ja, das. Ja, gut. Jetzt. Ist da ja auch. Das ist das meistens. Ich wollte gerade sagen, muss man meistens noch ein bisschen Gas geben, ne? Bisher ist gut, also heute war es heftig. Gas geben. Voll verschwitzt. Aber ich habe echt auch gedacht, wir hätten den 12. Ich weiß erst morgen. Ich war voll auf den 12. Ich kann da echt. Tut mir ehrlich leid. Ich entschuldige mich im Namen meiner Kinder. Meiner Großkinder. Hä? Urenkel heißt das für ja, Großkinder. Sag mal, was nee, ist denn hier? Ein Schweineparadies oder was? Aber das ist wirklich so, du vergisst, also ich habe da so viele Termine und dann habe ich das heute. Ich war wirklich auf dem 13. des Morgen. Ja gut, dann hast du ja noch mal Zeit, dann rufst du heute beim Kinderarzt eh an, weil brauchst du noch ein paar Zombie Rezepte. Ja, wir sehen uns doch sowieso in einer halben Stunde. Oh shit. Ja, toll. Du bist ja bestimmt dann verpeilt das. So, ach, das wird beachtet, ist die Blöde wieder. Nee. Ah, doch, das hat die gedacht. Ist die Blöde wieder, da sagst du jetzt einfach mal, wir sehen uns noch in einer halben Stunde, dann merkt die nicht ganz, dass es so blöd ist. Ja, aber ich habe auch so viele, nee, die weiß ja auch, dass ich so viel Termine habe. Dass du blöd bist. Du bist so doof, ne? Nein, aber ich habe ja auch, guck mal, wie viel Termine dass du blöd ich bist. Hab. Ich habe ja nicht gerade wenig Termine, das ist das Problem. Das ist immer ganz interessant. 30.000 Termine ungefähr. Sind wir froh, wenn der irgendwie. Hey, du sprichst durch die Nase, kann das sein? Ja. Alter Schwede. Nervvoll. Also dieses, bei diesem Wetter hin und her, muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja echt auch. Obwohl sonst. Ich hab das eigentlich sonst nicht so oft. Irgendwann ist man trotzdem mal irgendwann mal. Mitten dabei. Ja, toll. Mitten drin als nur dabei. So war das. Oh, das geht mir so auf den Sack. Nichts gegen. Ich hasse es. Ich hasse es, krank zu sein. Also ich bin da ein Mensch. Ich bin irgendwann krank. Vor allen Dingen, wenn du dich so schlapp fühlst. Ich habe mich heute Mittag echt hingelegt. Also ich war ja erst in Campen. Hat ja ewig lang gedauert. Ja, wir waren echt, wann waren wir wieder hier? 11 Uhr ungefähr.
Okay, das ist echt lang, ne? Ja, ja, bist du mal alle untersucht. Ja, ja, gut, das stimmt. So eine Urinprobe und. Was, Kokainprobe? Urin. Achso, ich habe verstanden, Kokainprobe. Ich wollte gerade sagen, bei der Untersuchung machen die schon Kokainproben, okay. Ja, wahrscheinlich bei der, wo der 18 bis hier die U, J2 oder so ist das, glaube ich. Ist das so, ja? Ja, ich meine, die ja, sowas hatte ich alles. Mit 18 so rum, ja, ja. Ja, heute gibt es da viel mehr als früher. Auf jeden Fall, Urinprobe, weißt du, dann muss dein Kind nicht. Und dann muss die endlich und dann pieselt die dir erstmal voll die Hand voll. Oh. Das ist nicht so gut, ne? Boah, da kriegst du echt eine Moppe. Also meinst du, war nicht so gut? Nee, da pieselt die erstmal wie auf der Hand. Weil klar, Becher und so ein kleines... Also gut, die ist ja gerade mal 4. So, die kriegt das ja noch nicht alleine hin, also hältst den Becher drunter. Ja. Das sagt die doch, aber nicht, ich versuche nicht so wie beim letzten Mal deine Hand voll zu pieseln. Ja, zack, war die Hand voll. Genau. So ungefähr. Weiß so nein. So Mann. Aber es ist ja auch schwer. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch. Selbst Erwachsene kriegen das ja manchmal gar nicht richtig hin. Mit der Erwachsenen, die können das noch nicht machen. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde beschossen gerade. Ja, ich werde beschossen. Auf jeden Fall habe ich. Können wir uns hinlegen? Können wir uns hinlegen? Ja. Ich habe extremst mich abgegeiert, weißt du, weil die sagte doch wirklich 2 Sekunden vorher, ja, diesmal piesel ich nicht deine Hand voll. Warum ist mein Handy denn immer so dauerleer? Das verstehe ich noch nicht so genau. Ja, meins geht aber auch im Moment sehr steuerleer. Liegt das vielleicht an den... Also ich habe, wie gesagt, heute Morgen habe ich das ja geladen, ne? Ich hatte 100%. Auf einmal hatte ich nur noch 13. Von jetzt auf gleich. Also, ja, kann aber trotzdem noch mit den Updates da zu tun haben. Das letzte. Beschütz mich! Beschütz mich, Golem! Ja. Dass da irgendwas ist, was irgendwie nicht rund läuft. Also, das kann schon möglich sein. Moment. Oh, ich sollte mal was essen. Mein Golem ist der Beste. Ich muss mal da sein. Das ist der Beste. Schon schalten die sich auf stumm, weil sie Nase pudern muss. Das ist in Wirklichkeit nur pudern. Die pudert ihre Nase nur. Das will die aber nie zugeben. Das ist. Den Elefant hättest du bis unten hören müssen. Nö, hab ich ehrlich gesagt nicht. Boah, es ist so ätzend. Von dem mir tut langsam wirklich die Nase weh. Das glaub ich gerne. Das ist viel schlimmer. Das Schlimme ist nicht mal die Nase putze. Sondern echt dieses, dass dir das nachher so weh tut. Das könnte, wie gesagt, glaube ich dir echt gerne. Das ist. Ich kann das ja ein bisschen angeben, glaube ich, oder? Ja, da bleibt noch nichts anderes über. Weil ich wollte euch nicht so ins Mikro rotzen. Wäre nicht so toll. Nö, da hast du wohl recht. Nö, so. So, jetzt habe ich die passenden Nacken. Da habe ich was zu packen. Nacken, Nacken zu kacken. Ja, ich brauche noch, ja, Kackehaufen. Leider ganz viele. Oh, da fehlt mir eine Pastinakenpflanze. Mal eben ein Samen. La, la. So, ein bisschen Jute hier. Oh, Eisengolem, ey. Steht der auf einmal vor dir. Läuft er da über dich drüber fast, ey. Da erschreckst du dich im ersten Moment doch mal ein bisschen. Ah, da ging's von da. Ja, ich bin mal hier gespannt. Nee. Ja, ich bin auch so. Zum Morgen bin ich arbeiten. Erst Fahrstunde habe ich. Oh, ich muss auch mal Luft holen zwischendurch. Und dann
gucken wir mal, wie schnell wir jetzt mal hier fertig werden. So halbwegs. Ja. Also halbwegs. Das sind natürlich die größeren Sachen, die kosten ja auch viel Geld. Genau. Ne, Quatsch. Kann ich mir die nicht einfach hier irgendwie unten graben? Und dann kommen lassen oder sowas? Was? Ich überlege gerade, wie ich die Sachen von meinem Fischer zu mir rüberkriege. Ohne dass ich mal jedes Mal dahin rennen muss. Das ist ein bisschen manchmal ein bisschen nein, nervig. Also eine Itemleitung. Ja, das wäre natürlich eine Option. Da hast du natürlich vollkommen recht, liebe Fell. Nur beim Fischer brauchst du am besten direkt so eine Box, wo ganz viel reinpasst. Ja, die habe ich ja stehen, sogar mit ein bisschen aussortieren direkt und so, aber es kommt trotzdem immer so viel rein, dass, ja, dass der gar nicht alles sortieren kann. Also da macht direkt so eine Regalwand. Nee, ich ja gut, da wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber die ist so schneller wieder voll. Die ist so schnell voll. Ja, aber die stackt sich ja. Ja, aber trotzdem ist sie ja voll. Die muss ja jedes Mal Upgrades reinmachen. Siehst du? Irgendwann ist die Regalwand, die hat ja auch nur so ein kleines Stackity-Stack. Bögen, die nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. So, auf jeden Fall muss ich mal gucken. Was wollte ich denn jetzt? Ah ja, jetzt wollte ich die Decke weitermachen. Und dann wollte ich hier noch ein paar Türen. Da kommt nämlich noch irgendwas, weil ich glaube, ich habe zwar noch nicht alles angepflanzt, aber ich habe wahrscheinlich noch so viel nachher, was ich finde. Mhm. Oh, ich habe noch zwei Tomaten. Das hört sich doch tomatisch an. Weiß ich nicht genau. Doof, oder? Manchmal. Manchmal ein bisschen sehr. Ja, auch das. Passt schon. Auch das. So, hier haben wir noch ein paar Sättel. Und da haben wir noch ein paar Wegwerf-Safari-Lenze gefüllt. Gefüllt mit tollen Sachen, die das Leben schöner. Weiß ich nicht. Das werde ich dann merken, ob die mir das Leben schöner machen. Das werde ich ja merken, ob sie mir das Leben schöner machen oder nicht so schön machen. Ja, wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, werde ich ja merken. Na, tut sich die Nase gut, ja. Hör auf, ich schenk dir die gerne. Nö, lass mal. Doch. Lass mal. Nö, ich steck dich heute Abend erstmal schön an. Ja, bitte nicht, ich hab echt keinen Nerv drauf. Ja, also, da nicht so blöde Sprüche. Ich hab doch erstmal alles hinter mir. Ja, find es nicht auf. Nö. Hast du richtig verdient. Ey. Hör nicht immer so gemein zu mir. Nicht. Ich bin immer freundlich. Au! Wo bin ich denn jetzt aufgetreten? Tappi. Irgendwie krisselt mein Zauberbuch. Hä? Was krisselt so ein bisschen? Hä? Jetzt nicht mehr. Hä? Jetzt pixelt ein bisschen. Na egal. Ist mir jetzt nur gerade so aufgefallen. Vielleicht ist mir jetzt auch erst aufgefallen. So, dicke. Auch, ja. Ich mache hier gerade Deckenarbeit. Achso. Ich glaube, ich werde jetzt wahrscheinlich noch so einen Raum brauchen mit dem Anker. Mit dem Hanker? Hanker? Ja, meine Tochter sagt,
Hanka. Nicht Anka, sondern Hanka. Na, wo sind die Zahnschanze recht? Heißt auch nicht Mülleimer Henkel, sondern Hanka. Das ist alles Hanka. Unsere Rechte hat recht. Voll süß, wenn ihr das sagt. Recht hat sie recht. Ich sag doch bei manchen Wörtern voll süß, sagt die das. So richtig niedlich, wo man dann echt lachen muss manchmal. Was so süß gesagt ist. Ach, ich find schon euch mehr von Scheiß. Aber ich würde dir das ja nie selber sagen, dass das witzig ist. Die sagt ja auch nicht immer nicht mir, sondern mich. Ja. Das ist voll süß. Voll niedlich. Du, 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 du. Du, ich finde das manchmal richtig witzig. Manchmal ja. Kannst du da echt nicht mehr lachen. Ist es ja auch. So, wir brauchen Upgrades. Ach, Eisen. Ah, Gold wäre mir schon lieber. So, 6 Stück habe ich. Das ist gut. 6 Upgrades. Achso, vielleicht muss ich mal gucken, was hier sonst noch drin ist. In dieser alten Tüte. Ich sag ja immer, warte mir. Ja, hat sie auch recht. Warte mir. Oder warte mir nicht. Das war so süß. Warte mir. Mama. Oh, ich habe einen Strohhalm. Geil. Jetzt komme ich ein Stück weiter. Mit einem Strohhalm. Bestimmt. Ich weiß nicht wofür, aber ich habe einen Strohhalm. Hey. Da kannst du aber Plastik draus ziehen. Ach so. Okay. So, ein paar Sättel Plastik. Aber auch nochmal. Sattel, 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 Sattel. Ich bin eine Sattel, Sattel, Sattel. So, zack, das auch nochmal da rein. Das kann auch da rein. Und können auch gleich mit rein. So, Wegwerf Safari-Netze. Zack, das auch. Plastik natürlich auch. Hey, was wollen wir denn sonst ohne Plastik? Oh, ohne Plastik ist. Ohne Plastik ist das Leben ja nicht lebenswert. Bernstein. Doch. Huh. Plastik Schwachsinn. Was war das? Mehr Plastik. Hast du den Katzen schon essen gegeben? Nö. Hat hier jemand irgendwas dran umgeschmissen? Ich hab mich voll erschreckt. Alter. Mein Herz ist gerade so ein Stückchen eingefroren. Vielleicht von welcher Richtung kam das denn? Das weiß Katzen ich jetzt nicht. Das hat geknallt auf jeden Fall. Ja, nicht, dass unser Sohnemann seine Lampe. Nee, das glaub ich nicht. Da! Hallo, der hat 2 linke Füße. Ja, so kann man ja, so kann der gar nicht laufen. Oh. Ja gut, kann er schon. Sicher? Nee, jetzt bei nicht dem? Mehr. Da kannst du nicht so sicher sein. Der ist echt. Der tollpatsch in Person. La, 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 la. Ich geh gleich gucken. La, 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 la. So, 6 Upgrades habe ich. Hier kommt eins rein. Da kommt eins rein. Und wenn er sagt, das stimmt nicht, dann ist hier gelogen. Der fällt über seine eigenen Füße, hallo? Ich erinnere dich an den einzigsten Blumenkasten auf dem ganzen Schulhof. Ja, gut, den hat er. Wer segelt drüber? Ja. Weißt du, alle. Boah, der ist echt. Ist genauso, legst du irgendwas irgendwo hin. Echt. Keiner fliegt drüber. Außer er. Ja. Oh, hab ich nicht gesehen. Nee. Ich weiß, das stand jetzt auch schon seit ein paar Tagen da. Aber das siehst du nicht. Nö, der sieht das nicht. Nö, das ist wirklich nicht. Total Legend. Das ist total normal. Dass man gewisse Sachen nicht mehr sieht. Das war schon witzig. Also manchmal ist das aber voll witzig. Alter, die Fliege geht mir voll auf den Sack hier. Ich glaube, die ist mit umgezogen, mit dem Büro. Ich schwör's manchmal. Der ist bekloppt. Nein, die ist. Ich schwör's dir, die ist mit umgezogen. Nein, ist die nicht. Die ist mit umgezogen. Quatsch. Labersack. Ist die. Ich schwör's dir.
Oh, was ist denn mit den fucking Truhen hier? Oh, la 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 la. So, wenn ich das nächste Mal wieder streame, habe ich viel erreicht, hoffe ich. Ich habe noch nicht mal mehr Zeit gehabt. Nee, normal mache ich das ja offi fertig, weißt du, so manche Sachen, aber ich habe keine Zeit für gehabt, ne, in letzter Zeit. Zum Zocken. Ach so. Hä? Da ist doch was. Da ist doch was. Hey. Das kommt bei mir eigentlich selten vor, dass ich keine Zeit zum Zocken habe. Also gar keine. Die stimmt denn wohl, ja. Und heute hätte ich aber, nee, da lag ich lieber im Bett und hab Stündchen geknackt, ey. Boah. Ja, ich kam nach Hause. So, boah, ja, dann setzt du dich ins Wohnzimmer, guckst erstmal. Selbst Fernsehen geguckt hab ich nicht mehr. Hab ich kein Gold mehr? Oh, ne, ich hab keinen Goldbarren mehr. Moment. Wolltest du zu mir? Nee, nee, ich hab ja nur keine Goldbarren mehr in dem ME-System gehabt. Achso. Ja, sonst hätte ich dir auch welche gegeben. 94 Goldbarren, also Gold, hier, wie heißt denn das? Gold, Blöcke habe ich immer. Von daher. Okay. Alles gut. Alles gut. Mehr als ich. Entschuldigung. Und 851 Goldbarren habe ich also. Minus oh. 64. So, magst du eigentlich die Cola Zero nicht? Nee, schmeckt mir einfach überhaupt nicht. Schmeckt mir einfach überhaupt nicht. Nee, ich wollte dazu wissen. Nee, mir schmeckt sie auch nicht. Sie schmeckt mir nicht. Versteh's. Akzeptier's. Weiß doch, ich wollte ja nur wissen. Entschuldigung. Was war denn das jetzt? Ich hab grad einen Husten runtergeschluckt. Also. Gemerkt, dass du irgendwann runtergeschluckt hast. Ja, mein Husten. Ich wollte jetzt nicht schon wieder husten. Boah, das ist so ätzend. Deswegen streame ich jetzt gerade auch nicht. Aus live aus meinem Schlafzimmer. Ja, das jeder möchte, glaube ich, keiner sehen. Wieso? Ich bin ja auch im Schlafzimmer. Ja, nein, ich meine, das Elend so, also so elend krank. Das meine ich mit Elend. Okay, nee, das will wirklich keiner sehen. Ich habe heute schon das Gefühl, dass meine Nase abfällt. Klapp! Oh, okay, einen Bogen habe ich nur noch. Nee, also ich wollte eigentlich den Film, also ne, ich gucke im Moment wieder Twilight. Oh nein. Ja. Nee, bitte nicht viel. Warum machst du sowas denn? Ja, weil ich das gerne gucke. Ach, das sowas nicht viel. Nee, auf jeden Fall. Aber ich hab's heute echt nicht gepackt. Ne? Ich war so fertig. Was soll ich denn sagen? Ich war den ganzen Tag arbeiten. Nee, aber was wirklich. Ich bin immer fertig. Mit den Nerven. Und dir. Nein, ansonsten macht mir das ja nichts. Sonst gehe ich ja, ne? Weißt du selber. Aber ich war heute echt so fertig, dass ich echt nicht gepackt habe, Fernsehen zu gucken oder sonst was. Ich habe mich echt einfach hingelegt. Bin ich auch ganz ehrlich. Wollte ich auch nicht verheimlichen. Ich finde das immer süß, wenn man so. Wenn mein Mann an, wenn Johnny nach Hause kommt. Sagt, oh, du hast wieder den ganzen Tag gepennt. Stimmt zwar nicht. Schon immer. Quatsch. Doch. Und mein Sohn dann immer sagt, nein, halt die nicht. Voll süß. Stimmt nicht. Das stimmt wirklich nicht. Im Moment habe ich mich echt gewusst. Aber ich habe auch nur eine Stunde gelegen. Ich habe nur eine Stunde gelegen, dann kam das erste Kind nach Hause. Und war sehr laut. 3, 1, Ass. Ian hat das nämlich ganz clever gemacht. Weißt du, wenn dein Sohn dann da oben kommt, Mama, ich bin zu Hause und erstmal trampelt wie so ein Trampeltier. Ja, Kind habe ich jetzt auch mitgekriegt. Ja. Weißt du so. Oh, okay, der zieht mir jetzt. Ah ja, gut, weil er wahrscheinlich jetzt Nacht ist, zieht er mir gerade die Energy weg. Okay, Bruchstein. Da brauchen wir auch noch mal so. Zwei. Jetzt noch? Vor allen Dingen das netteste Kompliment überhaupt. Mama, du siehst echt scheiße aus. Das finde ich. Ja, das kann man auch mal sagen, seine Mutter.
finde ich. Ja. Danke für die Blumen. Bitte. Nee, ja, aber. Gratis jetzt. So. Zu meinem Söhnchen so, so danke für die Blumen. Achso. Guckt mich an. Du siehst aber auch scheiße aus. Ey, fühl mich auch scheiße. Rate, wie oft das Wort Scheiße in den Mund genommen wird. Hab ich einen Bruchstein hier? Bruchstein, Bruchstein, Bruchstein. Erde. Was ist denn jetzt Bruchstein hin? Ah, ich muss noch zum Fahrheim. Bruchstein. Ja. Das Bruchstein. Zack. Gut, dass du mir zugehört hast. Was habe ich gesagt? Pfarrheim? Ja. Wie sind wir Pfarrheim? Kind? Konfi? Doch, die will. Nee, die will nicht. Doch, die will. Ach, Jonas. Was? Die muss nicht. Die will aber, was willst du? Die will doch gar nicht. Jawohl will die. Ich weiß gar nicht, was Glauben ist. So. Natürlich weiß. Ach, ach was. Ja, du bist so doof. Ja, weiß ich. Nur weil die eine 5 in Rallye, glaube ich, hat oder eine 4. Also das habe ich auch noch nie geschafft. Das einfachste Fach. Nee, das ist schon hingekommen. Ja, das ist auch eine Kunst. Ja, es ist, wenn sie gerade Bock hat. Das ist einfach so. Das glaube ich auch gerne. Ich hab jetzt gerade keinen Bock, oder mache ich das nicht so? Ja.